Gerald, du als Chef der Firma Rippert Informationstechnologie, wie kommst du als Pate zur Birke? Ja, das ist so, die Elfriede hat mir erzählt von der Idee des Bad Kreuzner Baumkreises und dass es da eine wunderbare Birke gibt auf dem Weg zwischen Klamm und Bad Kreuzen. Da bin ich als Jugendlicher in meinem jugendlichen Alter sehr oft unterwegs gewesen schon. Also am Anfang mit dem Radl und dann mit dem Moped und ja, immer wieder zwischen Klamm und Bad Kreuzen hergependelt. Und da haben wir dann in weiterer Folge dann, in etwa vor 20 herum, dann unser Unternehmen gegründet, gemeinsam mit meiner Frau, haben wir die Rippert Informationstechnologie dann entsprechend da, gegründet. Und das war natürlich am Anfang schon sehr viel Pionierarbeit. Und da schließt sich der Kreis jetzt wieder, weil die Birke ist ja ein Pionierbaum und darum hat das recht gut gepasst. Ja, super. Das heißt, du bist früher schon an diesem schönen Platz vorbeigefahren und hast da mal die ein oder andere Rast gemacht. Also im Zeitraum hat ja die Birke nur einen Tag. Das ist einer von den vier Hauptbäumen, die Birke, kann man alles auf der schönen Tafel nachlesen. Das ist in dem Fall der 24. Juni, die Sommersonnenwende. Sag, was glaubst du, wie alt ist dieser Baum eigentlich? Also die Birke müsste zu ungefähr 35 Jahre alt sein, weil 1988 ist diese Bildsäule von der Familie Haider gespendet worden und hergestellt worden. Und zu dem Zeitraum ist dann auch die Birke gepflanzt worden, also ungefähr 35 Jahre alt. Ja, die Aussicht ist ja auch herrlich da, ne? Ja, das stimmt komplett. Also da hast du wirklich einen richtigen Baum ausgesucht als Baumpate. Das schätzen auch unsere Gäste sehr da, die Radlfahrer, die Wanderer, die sitzen sich da gerne aufs Bichlerbankerl her. Und das ist auch ein richtiger Kraftplatz, finde ich, da drunter unter so einer Birke. Das hat schon was, wenn man da der Birke zuschaut, wie sie sich im Wind bewegt. Das spürt sich schon richtig reinigend an. Und das hat auch die reinigende Wirkung. Und ich glaube, da weiß unser Elfriede ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, die holen wir sich jetzt dazu. Ja, liebe Elfriede, das Birkensaftzapfen zum Beispiel. Was kannst du uns da sagen dazu? Ja, was mit dem Birkensaftzapfen, da habe ich gar keine Freude damit. Das ist in den letzten Jahren bekannt worden durch die reinigende Wirkung, auch die Beschreibung. Aber wir müssen ja den Baum anbohren. Wir versetzen ihn Wunden. Und das ist das, was für mich nicht passt, denn wir sollen wirklich respektvoll mit der Natur umgehen. Man kann sich auch die Blauen im Mai ohne brucken. Die hat auch eine wassertreibende Wirkung und somit die reinigende Wirkung so holen. Wir müssen ihm nicht unbedingt weh tun. Ja, und zu Frau Leichnam werden ja die jungen Birken aufgestellt im ganzen Ort. Die säumen ja dann den Weg. Was hat das für eine Bedeutung eigentlich? Ja, die Birke ist im hohen Norden ein heiliger Baum und das schlägt sich auch bis zu uns runter und das ist eigentlich der Festzug, wird mit den Birken, mit den jungen Birken die Straßen gesäumt sozusagen. Und zur Sonnenwende werden die Birken dann eingesammelt von der Jugend und beim Sonnenwendenfeuer verbrennt. Ja genau, und das hat wieder den Bezug zum 24. Juni, zum Zeitraum, wo die Birke ihren Lebensbaum stellt sozusagen, wo das der Zeitraum ist. Ja, nachdem das jetzt unser letztes Video ist, möchte ich mich bei allen bedanken, die da mitgeholfen haben, für die vielen Leute, die was uns kleine und große Hilfe mit großer Hilfe unterstützt haben. Ich freue mich bei der Michi, dass ich Dank schon sagen kann, bei der Maria auch, die heute nicht anwesend sein kann. Und vor allem auch bei dir, Metzi, vom Tourismusverein, dass du uns so unterstützt hast. Ein herzliches Dankeschön an alle. Man kann eine Idee haben, aber man braucht viele Leute, die einen unterstützen. Ja, Elfriede, den Dank kann ich nur zurückgeben an dich und dein Team. Also eigentlich hauptsächlich Nummer eins, du mit deiner Hartnäckigkeit. Das ist ja unfassbar, was du geschafft hast im Bad Kreuzen, um diese ganzen tollen Baumpaten an Bord zu holen. Ein Danke auch an die ganzen Baumpaten, die was da mitfinanziert haben für die super Dauphin. Und dass wir eben diesen erwanderbaren Baumkreis geschaffen haben. Michi, der Nussi, das wird unser Maskottchen für Kinder. Es ist echt super, was du da geschafft hast. Und es ist wirklich wieder ein zusätzlicher Schatz im Bad Kreuzen und für uns im Tourismus ganz wichtig. Ein herzliches Danke an euch alle.